Ja, meine Freunde, da sind wir wieder. Ich habe jetzt gerade hier auf diesem Weg, inzwischen einfach so in einer Schlucht, habe jetzt gerade noch diese Leuchtdinger gefunden, die uns dann vermutlich hier in die nächste Runde tragen. Also ins nächste Gebiet, ins den zweiten Teil von diesem Gebiet. Weiß ich nicht genau was, aber auf jeden Fall weiterbringen. Und wir sehen, da vorne ist schon unser letztes Teil, was wir brauchen. Ich hatte das gerade gar nicht so wahrgenommen beim dran vorbeilaufen die ganze Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit, hier weiterzukommen. Und wir kommen hier in ein kleines Höhlenloch, Gedöns, Manisel, Schüssel. Ich frage mich, was es hier mit auf sich hat. Es klingt so, als ob ich das schon voll weiß, aber ich weiß das halt echt nicht. So, eins, zwei. Wo ist jetzt das Große? Da unten. Geht doch. Was passiert? Okay. Irgendwie rennen wir extrem. Aber wir können nicht mehr springen. Ich laufe jetzt einfach mal zurück und gucke, ob sich die Äste da aufgetan haben, durch die wir ja nicht durch konnten. Irgendwie verschwinden die Bäume, okay. Leute, was passiert hier? What the heck is happening? Boah, es ist dunkel hier, ich sehe teilweise gar nichts. Dann hätte ich das Gefühl, der ist vorher schneller gelaufen. Selbst unser Normalschritt ist jetzt, ne, schnell. Der sieht irgendwie aus wie so ein bekiffter Fuchs auf Drogen. Warum macht er das denn jetzt? Beziehungsweise, warum macht sie das denn jetzt? Aber mal gucken, vielleicht sind die Äste jetzt weg. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal in das Höhlengedöns rein. Aber irgendwie bewegen wir uns jetzt echt extrem langsam fort. Das ist echt uncool. Und wie gesagt, wir können nicht mehr springen. Das ist auch uncool. Ihr hört's. Ich kann der Taste hämmern, es passiert nichts. Leute, bitte sagt mir, dass dieses komische Astgedöns-Manissel weg ist. Könnte ich jetzt springen? Wäre ich jetzt einfach darüber gesprungen. So, da hinten war das. Boah, dauert das lange jetzt dahin zu kommen. Scheint offen zu sein? Fragezeichen. Ich glaube tatsächlich ja. Ja, ist es? Ist es? Ja, ist es. Ist es, Leute, wir kommen ins nächste Gebiet. Trotzdem frage ich mich, warum das Ding rennt wie ein behindertes Känguru oder so. Und da kommen wir doch jetzt im Leben nicht mehr hoch. Oder? Kommen wir da noch hoch? Wir können nicht mehr springen.
Nee, kommen wir nicht, geil. Geil, ich muss die Dinger wohl auf der Strecke lassen. Komme ich hier vielleicht noch hoch? Nee, auch nicht. Das ist ja doof. Das ist ja echt doof. Was? Perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Ich würde die Dinger alles so gerne mitnehmen, ne? Aber ich kann nicht mehr springen. Tja, Leute, es war das, was wir, glaube ich, alle am Anfang irgendwie vermutet hatten, als es hieß, dass er... als er über seinen Vater angefangen hat zu reden. Ich glaube, wir alle konnten uns relativ denken, was es dann damit auf sich haben muss. Aber ja, es war dann letzten Endes die Geschichte von einem Sohn, der von einem Fuchs geträumt hat. Und dieser Fuchs hat quasi die Geschichte des Vaters nacherzählt, indem er immer wieder diese Sachen aufgedeckt hat. Diese Sachen, die Erinnerungen an den Vater offenlegen, die er eventuell schon längst in seinem hintersten Gedanken vergraben hatte. Aber was war das gerade, was da gegenüber stand? War das ein Wolf? Ein Wolf, der unsere Puppies getötet hat? Wir laufen einfach immer weiter. Wir laufen immer weiter und gucken, ob wir nicht vielleicht den Schlechter unserer Puppies finden. Ich weiß nicht, war das jetzt dann das Ende seiner Geschichte? Einfach nur, dass er uns gesagt hat, dass sein Vater tot ist und... Aber Rachel wird seine Frau sein, oder? Die wird er sich jetzt nicht ausgedacht haben. Im Endeffekt war er dann wohl ein junger Rebell, der dann infolgedessen, dass er gedacht hat, nicht genug Aufmerksamkeit von seinem Vater zu bekommen, ja, viel Scheiße gebaut hat, um diese Aufmerksamkeit von seinem Vater zu bekommen. Ihm ist dann im Endeffekt aber doch klar geworden, dass er all diese Scheiße bereut. Da hinten ist noch eine Erinnerung. Dass es ihm leid tut. Und dass er natürlich auch sehr, sehr viele schöne Zeiten mit seinem Vater hatte und sein Vater auch sehr viel aufgegeben hatte für ihn. Unter anderem sein Job, wenn ich das richtig verstanden habe. Seine Leidenschaft mit dem Holz, mit dem Schnitzen hat er mit seinem Sohn geteilt. Ich glaube, wir haben da vorne noch eine letzte Erinnerung. Eine allerletzte Erinnerung. Mal gucken, was auf uns zukommt. Boah, eigentlich will ich gar nicht. Eigentlich ist das... ja, ich weiß nicht. Nee, irgendwie fehlt ein Ende. Doch, es fehlt ein Ende. Also... Doch, komm. Let's fetz. Let's go. Komm, wir graben das letzte bisschen aus seiner Vergangenheit aus. Und los.
Wieso kann ich denn nicht graben? Ja, Leute. Ich mache einen kurzen Cut und gucke, warum ich nicht graben kann. Bis gleich. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder nach dem kurzen Cut. Es tut mir leid, wenn wir jetzt gerade wieder hier sind. Und zwar, ihr seht es selber, der Fuchs rennt nicht mehr wie ein verkokstes Känguru. Ich weiß nicht warum, aber der eine Speicherstand, der muss wohl irgendwie verbuggt gewesen sein. Ich habe das Level jetzt nochmal gerade neu gemacht. Das heißt, wir holen uns da hinten jetzt nochmal ganz kurz die letzte Erinnerung, die ich gerade sehe. Und danach gehen wir dann nochmal zum Ende hin und holen uns dann auch die letzten Teile wieder mit, die letzten Glanzteile, die wir dann da auf dem Weg nach unten verpasst haben. Aus den Gründen, dass wir dann nicht mehr springen konnten und dann auch, wie wir gerade gesehen haben, nicht mehr graben konnten. Weil ganz ehrlich, mir ist es dann wichtiger, dieses Spiel schön durchzuspielen und euch das auch nochmal zu zeigen, wie es nun richtig aussehen soll, als dass man dann da irgendwie durchrusht und dass es dann halt nicht schön aussieht. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich dann ganz ehrlich gestehen. Und ja, so finde ich schöner. Auch wenn wir jetzt schon natürlich wissen, was dann in den letzten Szenen passiert. Also in den letzten Szenen, bevor wir dann da ganz unten sind. Wir wissen, sein Vater ist gestorben. Das ist nicht schön. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Vielleicht habt ihr auch schon Angehörige verloren. Das geht mich auch ehrlich gesagt gar nichts an. Aber ich weiß, wie dieses Gefühl ist. Und ja. Hier. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside. And we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. Then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Und übrigens, Leute, das eine Lichtteil, was stehen geblieben ist, das ist nicht stehen geblieben, das haben wir schon eingesammelt, aber es wird nicht mehr als solches, also es wird immer noch als solches angezeigt, dass es da ist und ja. Wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods. And then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Und ja, wir haben ja auch herausgefunden. Warte, ist der das? Ist das der First Tree? Das ist mir gerade gar nicht so aufgefallen, weil wir haben herausgefunden, dass er mit seinem Vater unterwegs war und dass er dann den Baum gefunden hat, an dem er sein erstes Schnitzwerk gemacht hat. Tja, meine Freunde. Das ist er wohl. Der Joseph scheint anscheinend die Geschichte zu erzählen und damit wird das der First Tree sein. Ach, ist das schön. Sein erster Baum. Also sein erster Baum, wo er was geschnitzt hatte. Nein! Ach Leute, ganz ehrlich, ist doch auch egal.
Jetzt frage ich mich, was ist das? Ist das ein Wolf? Never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Das ist ein Wolf. Ja, Leute, ich kann es nur noch mal sagen. Ups. Gerade haben wir dann jetzt nochmal, also in dem Part dann jetzt unser Puppy gesehen, was ja auch unser zweites Puppy, was umgebracht wurde. Ja. Und dann laufen wir wieder und laufen. Und Leute, wir wissen noch, nach vorne ist eine letzte Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob es eine letzte Erinnerung ist, aber als wir es gerade versucht haben, standen wir ja schon mal vor dieser Erinnerung. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns mal an, was als letztes passiert. Oh, er hat seine Frau, seine komplette Geschichte, also voraussichtlich seiner Frau, seine komplette Geschichte über seinen Vater erzählt und, ja, ich meine, wer ist nach so einer Geschichte nicht fertig? Diese ganze Geschichte. Jetzt interessiert mich nur noch, was es mit diesem Traum auf sich hat und ob dieser Wolf wirklich unsere Puppies getötet hat oder ob dieser Wolf sinnbildlich für den Tod steht. Denn ich glaube, so ist es und ja. Frage ist, was passiert jetzt? Uff. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything and I know you need space, but
I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Ist das ein Reh? You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds. And it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Ihre Mutter war im Krankenhaus. Deswegen hatte sie nie eine Mutter zu Hause. Ich glaube, ich muss tatsächlich da stehen bleiben. Jetzt bin ich schon wieder so weit gerannt. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse. And at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't.
key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly. And that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. So viele Rehe, so viele Hirsche.